Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schwarz und Weiß hier in den Katakomben im Haus der Bildung. Mein heutiger Gast ist Stefanie Stix. Die Stefanie ist Stressmanagement-Trainerin hier in Schwäbisch Hall. Herzlich willkommen, Stefanie. Vielen Dank, ja. Stefanie, wie war dein Tag? Du, der hatte von allem etwas. Mhm. Ja, ich hatte heute Morgen ein sehr inspirierendes Gespräch, das echt irgendwie gut getan hat und so meinen Horizont nochmal erweitert. Und hatte dann aber auch zwei Kinder nach ihren Morgenprogrammen, die irgendwie nicht ausgeglichen waren und wir an den Hausaufgaben gekämpft haben und einer gern so gestichelt hat. Und dann ist man voll gefordert, um da irgendwie die Kuh vom Eis zu holen. Genau, so das normale Leben, würde ich heute sagen. Also Stress quasi bei dir zu Hause im Alltag. Absolut. Oh, du hast ja hoffentlich nicht geglaubt, dass ich davor verschont bin. Das hofft man so, dass die Fachleute einfach da einen anderen Umgang damit haben. Stressmanagement, wie bist du da dazu gekommen? Ich habe jahrelang in der psychosozialen Beratung gearbeitet und hatte da als Klienten Menschen, die mit Stress extrem gekämpft haben und auch gestruggelt sind, also wirklich krankheitsbedingt ausgefallen sind, sowohl Burnout als auch wirklich, wo es dann in psychische Erkrankungen reinging. Sowohl die Betroffenen als auch Angehörige, die total aufgeschmissen waren. Was mache ich jetzt mit meinem Partner, Partnerin, mein Kind, meinen Eltern, genau. Und habe in dem Bereich gemerkt, es ist schrecklich, wie viel Kraft es kostet, wenn man das zulässt, dass der Stress sich einfach einschleicht und übermäßig wird. Und habe mich dann gefragt, da muss man doch mal vorher was machen können. Das ist ein großer Antrieb für mich gewesen, sodass ich dann die Weiterbildung gemacht habe zum Stressmanagement-Trainer und jetzt auch noch mal weitergemacht habe für Erste Hilfe psychische Erkrankungen. Das ist sozusagen wie Erste Hilfe, wenn jemand Herzinfarkt hat oder geschnitten. Das gibt es auch als Programm vom Zentralinstitut für seelische Gesundheit für psychische Erkrankungen. Einfach so, um auch Rede und Antwort stehen zu können im Privatfeld, in der Nachbarschaft. Also gar nicht, dass jemand erst an eine große Organisation muss, sondern so in der Bevölkerung gestreut Menschen sind, die dazu nicht gleich überfordert sind, weil genau, man versteckt sich da gern, wenn man da was hat, und das ist aber eigentlich der größte Schaden. Versteckt sich oder schlägt über dem Ruder, schlägt aus dem Ruder. Ja. Was kann ich denn tun, wenn ich jetzt sage, okay, ich bin gestresst, oder andersrum gesagt, woran erkenne ich denn, dass ich gestresst bin? Also da gibt es wahnsinnig viele unterschiedliche Merkmale. Das kann körperlich sein, der Puls ist hoch, man kommt auch gar nicht mehr zur Ruhe, weil die Gedanken nur noch kreisen, wie mache ich jetzt alles. Das kann sich daran zeigen, dass jemand sehr schlecht schläft. Das kann sein, dass jemand furchtbar gereizt ist, obwohl er das selber vielleicht erstmal gar nicht merkt, sondern das gespiegelt kriegt und sagt, was ist denn hier eigentlich los? Genau. Also die Symptome sind sehr unterschiedlich. Unkonzentriert zu sein, merkt, warum vergesse ich denn alles? Also das spielt ganz, ganz viel rein. Erstmal ganz langsam und im Kleinen, und dann sammelt sich's, dann häuft sich's und da wird es dann einfach auch gefährlich irgendwann. Klar. Also wenn man nicht mehr zur Ruhe kommt, nicht mehr abschalten kann, ständig so im Hamsterrad mehr oder weniger gefangen ist. Genau, und das ist ganz egal, ob das Themen aus dem Beruf sind oder ob das private Sachen sind, die einen einfach so wahnsinnig einnehmen und wo man auch kein Raus mehr findet aus diesem Karussell und dann auch so eins zum anderen kommt. Bei Stress spricht man immer davon, so ein Stressor kann man, oder mehr kleinere kann man gut verwuppen. Ja. Wir sind ja auch dafür gemacht, es gibt ja auch den positiven Stress, der uns antreibt, der uns richtig gut tut und der uns hilft, auch was zu erreichen. Und wenn es aber dann mehr und mehr und mehr und mehr wird und wir schaffen es nicht mehr, in eine Entspannung reinzukommen, die unser Körper von Natur aus braucht, um zu regenerieren, dann wird es anstrengend. Dann wird es einfach auch bedrohlich, so fürs komplette Körpersystem, Körper, Seele, Geist, Kopf, Gedanken. Geht dann auch in Richtung Krankheit dann? Das kann dann durchaus in Richtung Krankheit gehen, genau. Stress ist Ursache von sehr, sehr viel, sowohl körperlichen Sachen als auch tatsächlich psychischen Erkrankungen und natürlich das Schlagwort Burnout, das geht da auch mit rein. Was kann ich denn tun, wenn ich jetzt merke, ich habe Stress, ich bin gestresst und ich schaffe es allein nicht mehr? Atemübungen reichen dann nicht.
Naja, man darf die Atemübungen nicht so verkennen, weil tatsächlich der erste und direktivste Zugang, den wir zu unserem Mechanismus Stress haben, die Atmung ist. Also wenn du schon bei Atemübungen bist, es gibt so ein Quadratatmen, 4 Sekunden ein, 4 Sekunden anhalten, 4 Sekunden aus, 4 Sekunden anhalten. Das hilft unserem Stressmechanismus zu sagen, ruhig runterkommen, hier geht es nicht ums Überleben, hier geht es einfach und allein nur darum, dass irgendwas herausfordernd ist. Ja. Hallo. So, wir hatten eine kleine Störung jetzt. Wir hatten einen überraschenden Besuch. Ja, genau, in den Katakomben. Und machen wir jetzt weiter. Genau, Burnout, waren wir stehen geblieben. Ja. Stress, Burnout, rote Linien, rote Flaggen. Was wäre das für dich? Also wann ist so ein Zeichen, wo ich sagen muss, jetzt muss ich aufhören, jetzt muss ich aufpassen? Also der Charakter von Burnout ist tatsächlich das, dass man irgendwann noch ein Gefühl dafür hat und spürt, es ist zwar sehr viel und irgendwie geht es mir auch nicht gut, aber weil ich nicht so ganz genau weiß, was ich daran ändern soll, mache ich einfach erstmal weiter, um die Stabilität zu haben, und da spürt man noch was, was falsch ist. Und irgendwann kippt das Ganze aber in eine Phase, wo man nicht mehr merkt, dass einfach sehr viel falsch läuft. Das ist die Gefahr einfach von diesem Burnout, dass man irgendwann nicht mehr entspannen kann. Also so sehr man sich das wünscht, das taugt nicht mehr, der Körper findet keine Ruhe mehr in nichts, was mal irgendwie Freude gemacht hat. Und dann ist es wirklich höchste Eisenbahn, weil dann drängen sich wirklich bedrohliche Fragen auch auf, denn man merkt, Leistung funktioniert auch nicht mehr. Und wer ist man bei uns heutzutage, wenn man nicht mehr leistet? Genau. Wo gehe ich dann hin? Zu dir, zum Hausarzt oder? Ja, das würde ich sagen, das kommt ein bisschen auf das Stadium drauf an. Ja. Mein großes Thema ist ja tatsächlich, rauszugehen und den Leuten über Impulsvorträge, über Workshops vorsichtig, liebevoll aufzuzeigen. Mhm. Wir stecken da irgendwie alles so ein bisschen am Fuße. Das ist einfach unsere Gesellschaft, die uns da fordert. Trotzdem aufzuzeigen, wo sind die Gefahren? Ja. Also wo soll jemand auch den Blick drauf haben, auf sich zu achten. Das ist so meine Mission irgendwie. Ja, ja. Und da kann man auch, da begegnen mir sehr viele Leute in sehr vielen verschiedenen Fragen und Stadien. Aber wenn man merkt, das nimmt überhand und ich komme da nicht weiter, dann ist es meistens auch irgendwie schwierig, das gut im Bekanntenkreis oder Familienkreis zu besprechen, weil man outet sich da so in dieser Schwäche. Und da ist auch, um auch an ein Hilfesystem anzudocken, der Hausarzt einfach der Richtige. Da hinzugehen und sich mal auszukotzen. Ja? Der hat eine Schweigepflicht und hat trotzdem seine Adressen und Sachen, um das zu koordinieren, wie es dann einfach auch qualifiziert weitergeht. Genau. Kann einen auch aus dem System rausnehmen. Ja. Kann einen dann, wenn es denn notwendig ist und wenn man es möchte. Man muss da immer auch schon an dem Punkt sein, dass man es auch möchte. Genau. Ja. Und trotzdem kann man aber auch im Vorfeld sagen, okay, man kann mal den Fokus wieder anfangen, auf was anderes zu legen, tatsächlich auch die ganze Ressourcenseite aufzubauen. Wenn man sich das als Wagenmodell vorstellt, dann kommt da immer Stress, Stress, Stress drauf, die geht runter und hier kommt nichts drauf. Ja. Man kann auch wirklich gut sagen, man muss mal wieder auf die Habenseite was machen, mit Entspannen, mit Atmen, mit was Kurzfristigem, mit was Langfristigem. Einfach so Methoden sich anzueignen und zu betrachten, um da wieder ein Ausgeglichenes hinzukriegen. Denn eigentlich funktioniert es, Stress mit der Entspannung und mit den Möglichkeiten auszugleichen. Und meine Seite ist die hier tatsächlich. Ja, die gute. Und zu sagen, achtet da drauf. Macht in eurem Alltag kleine Momente. Verschiebt es eure Entspannung nicht auf irgendwann, wenn ihr mal eine Stunde Zeit habt für Yoga und alles ist ruhig und alles ist perfekt. Die kommen so selten. Genau. Wir brauchen kleine Inseln im Alltag. Sofort. Genau. Ja. Du schreibst ein Buch über Stress. Wann kommt es in den Laden? Wann kann ich es kaufen oder lesen? Also das ist gerade in den letzten Zügen. Das geht jetzt dann in die Schlusskorrektur und dann an den Verlag. Kaufen im Laden kannst du es leider gar nicht. Oh, es ist ein E-Book. Da kam ein E-Book-Verlag auf mich zu und hat mir zugetraut, dass ich tatsächlich das Wissen, das ich seit 10, 12 Jahren angesammelt habe, mal kompakt kreieren darf. Und es geht tatsächlich um so dieses Erschöpftsein, Burnout, wo hake ich ein, was kann ich tun, was sind die Grundlagen, warum wir da immer mehr irgendwie reinkommen. Wir wollen das alle nicht, aber wir rutschen da so ein bisschen rein, genau. Also das wird über E-Book sein, und wer daran Interesse hat, der kann das dann direkt auf mich zukommen, und dann gebe ich das weiter. Genau, wir blenden die
Webseite von der Stefanie in den Shownotes ein. Ich habe deine Familie im Hohenlohe Plus Film kennengelernt. Ja. Wir durften da beide mitspielen. Ja. Ja. Wie bist du dazu gekommen? Ich habe die Ausschreibung gesehen und hatte Lust, das zu machen. Erst noch gezögert, denke ich, Film und Öffentlichkeit. Und aber dann gemerkt, es lässt mich nicht los. Und ich hatte in all den Städten, die da mit dabei sind, als Schirmherrin schon gearbeitet. Also ich wusste von jeder Stadt sowas und habe gedacht, ich mache das jetzt einfach mal. Bewerb mich, denke so eine kleine Nebenrolle, die so 2 Sekunden oder so drin ist, das kann ich ja machen. Und dann kam irgendwann der Filmemacher und Regisseur auf mich zu, den ich kannte, das wusste ich aber vorher nicht, genau. Er hat gesagt, Steffi, wir brauchen dringend eine Familie. Entweder ich muss jetzt eine casten oder du kriegst deine so weit, dass die mitmacht. Und dann dachte ich, naja, das will ich ja gar nicht, aber mein Mann sagt da nein, bin ich mir sicher. Und im Gespräch hat sich aber dann herausgestellt, dass er mir ganz platt sagt, oh, ich habe auch Lust. Genau, dann waren wir gefangen und unsere Kinder auch mit. Die mussten wir ein bisschen drauf vorbereiten. Genau. Das war eine große Rolle, ja, die er da hatte. Ja, plötzlich. Gell? Das war nichts mehr von klein und nebenbedeutend. Aber es war eine herrliche Erfahrung, ganz wertvolles aus sich rauskommen. Auch unsere Kinder haben es genossen. Ein tolles Projekt. Absolut. Tolle Chance, da dabei gewesen sein zu dürfen. Ich habe dich gebeten, Überraschungsgegenstand mitzubringen. Jawohl. Ja. Ich habe was dabei. Fahrradhelm. Nee. Nix Fahrradhelm. Bisschen eine andere Form. Ja. Es ist ein Reiterhelm. Wow. Reiterhelm. Wow. Was hat es mit mir zu tun? Mhm. Es ist so, dass ich als Teenie wahnsinnig fasziniert war von Pferde, nie wirklich geritten bin, aber als Kind auf dem Bauernhof immer die Idee hatte, meine Eltern könnten mir doch ein Pferd kaufen. Und tatsächlich war der Platz da und die Überlegungen gar nicht so abwegig, dass das so sein könnte, ja. Und es kam dann aber tatsächlich nicht dazu und ich bin heilfroh. Echt? Weil ich viele Zeit meines Lebens dann im Stall verbracht hätte und nicht mit Menschen in Begegnung, mit Freizeit, mit unterwegs sein, mit genau solchen Sachen. Ich bin sehr dankbar. Und trotzdem habe ich mal so locker gesagt, also wenn unsere Kinder jetzt mal mit plötzlich anfangen würden, Interesse zu kriegen an Pferden, ich glaube, dann springe ich wieder mit auf. Dann springe ich doch mal mit auf. Und so war es. Unsere Tochter ist wirklich hin und weg und hat auch ein Wahnsinn zu wissen. Und es hat sich für uns ergeben, dass wir eine kleine Pflegebeteiligung machen dürfen. Erst habe ich es gedacht für mich als Mutter-Tochter-Projekt. Und jetzt hat sich das aber so ausgeweitet, dass auch unser Sohn da ganz interessiert ist und Freude hat am Reiten. Und auch mein Mann mitgeht. Wir teilen uns das auf und haben da jetzt von Zeit zu Zeit so ein Familienprojekt, in dem wir alle so ein bisschen unseren Platz finden, aber eine tolle Zeit haben, einfach ganz konkret für uns, ohne dass mal von außen irgendwie was reinkommt, am Tier. Ja, das ist so ein Nachholen von einer Erfahrung oder von so einem Wunsch, das jetzt irgendwie so für uns alle gepasst hat. Schönes Familienprojekt. Genau. Ja, Familienprojekt, schön, genau. Ja, super, das war es fast schon wieder mit Schwarz und Weiß. Ich muss die 5 Begriffe, Sätze beenden. Ja. Stress ist? Wahnsinnig unterschiedlich und manchmal furchtbar nervend. Haustiere sind? Für mich nicht so sehr wichtig, aber wir haben 2 Schildkröten. Sind sehr pflegeleicht. Genau. Glück ist? Ruhe zu haben, Frieden zu haben, mal nicht grübeln zu müssen, ganz überraschend wertvolle Begegnungen zu haben. Work-Life-Balance ist? Mal so und mal so, sehr unterschiedlich, auch herausfordernd und manchmal erstaunlich einfach. Okay. Blumen sind? Herrlich. Die schönsten sind weiß und Pfingstrosen. Danke dir, Steffi. Vielen Dank, ja. Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn Sie keine weitere Sendung von Schwarz und Weiß verpassen wollen, drücken Sie auf den Abonnierknopf. Bleiben Sie dran, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.